So, willkommen zur wahrscheinlich letzten Mission auf Kaldia. Wir müssen das interstellare Schiff der Protoss irgendwie eines zerstören. Eines eurer Schiffe ist entkommen. Dann müsst ihr nur noch auf die Goldene Armada warten und euer Tod wird ein schneller sein. Es tut mir leid. Was? Das Abschlachten meines Volkes? Das, was ich dir antun muss. Oh! Deine Freunde auf dem Schiff können dich spüren. Sie wissen, dass du noch hier bist. Nein. Sie können dich jedoch nicht auf ihr Schiff warpen, weil ich es blockiere. Nein! Nein! Doch wenn ich den Schleier fallen lasse. Warp mich nicht heran, Templer, nicht! Du lässt sie von den anderen Protoss retten? Sie wird ihnen den Tod bringen. Okay. Ich glaube, die Mission hat man in den Vorschau-Videos von Heart of the Swarm gesehen, wo die Protoss quasi auf dem Schiff ankommt und dann zu einer Zerg wird oder Zerglinge aus ihr schlüpfen oder irgendwie sowas. Wir werden es gleich sehen. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff und töte jeden einzelnen Protoss an Bord. Wie cool, ich bin eine Larve. Okay, ich kann andere Einheiten übernehmen mit dem. Jetzt geh und erschaffe deine Brut. Gibt sich hier wieder einiges. Auf diesem Schiff wimmelt es von Leben. Es sollte nicht schwierig sein, Biomasse zu finden. Da gibt sich hier wieder einige versteckte Orte, die man, wo man tolle Sachen finden kann. Ein Berserker. Setze parasitäre Infektion ein, um dich in dieser Kreatur zu verstecken. Was war das für ein Geräusch? Okay, die Luft ist rein. Friss nun deinen Wirt. Okay. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Sicher entdeckt. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Patrouille. Und jetzt? Ich warte, bis er hier kommt, oder? Vielleicht weitergehen. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Cool. Die Zerg haben das Ursadon verseucht. Die Protoss glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Ja, und wie mache ich das? Schauen wir mal, vielleicht am nächsten Wegpunkt an, ne? Warte hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Entwickle dich. Wachse.
ohne Frage. Du bist Niadra. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut und vernichte die Protoss. Töte sie alle. Ich lebe, um zu dienen. Cool. Ungültiger Befehl. Ungültiger Befehl. Jetzt habe ich dich. Töte diese Kreaturen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Die Zerg haben unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Ja, meine Königin. Führe sie in Schwarm. Ungültiger Befehl. Unsere Zeit ist gekommen. Wie kann ich ihn? Eine sehr coole Mission, wie ich finde. Dieses Schiff wird brennen. Ja, meine Königin. Wir streben danach. Wir gehorchen. Ich bin Liara. Ich höre. Für den Schwarm. Ich finde lustig, dass ich jetzt schon Schwarmlinge habe und deswegen deutlich mehr Zerglinge als normales in der Mission. Also hat es sich durchaus ausgezahlt, die Zergling-Mission zu machen, bevor ich hier weitergehe. Wir gehorchen. Ungültiger Befehl. Durchbrecht ihre Verteidigung. Nichts hält den Schwarm auf. Gültiger Befehl. Gültiger Befehl. Ich sehe dich. Dieser Lüftungsschacht ist unser einziger Weg. Los! Gültiger Befehl. Ja, meine Königin. Also die Mission erinnert mich irgendwie an die Missionen in Command & Conquer. Unsere Zeit ist gekommen. Wo man keine Basen hat, sondern. Da! Diese Konstruktion versorgt den Schild mit Energie. Ach so. Ah, okay. Ich muss mit den Zerglingen quasi. Der Schild versperrt mir nicht mehr den Weg. Rücken wir vor. Starke Energie dringt aus diesem Teil des Schiffes. Was hat es damit auf sich? Habe ich dich. Jagd geht weiter. Ungültiger Befehl. Wie du willst. Ziemlich cool. Es gibt kein Entkommen. Ohne Frage. Ja, meine Königin. Wir streben danach. Immer mehr Biomasse aufsammeln. Aber wo geht's hier weiter? Ah, da vorne. Wir gehorchen. Lustig, wie sie sich alle aufreihen. Die Energie ist überwältigend. Du hast den Warp-Antrieb gefunden. Zerstöre ihn und ihr Schiff wird Chakoras niemals erreichen. Ich bin ja. Ich höre. Der Schild ist unten. Ich werde den Warp-Antrieb zerstören. Das will ich auch hoffen. Geht weiter. Ja, meine Königin. Warnung. Der Warp-Antrieb wurde beschädigt. Sofort evakuieren. Haltet sie auf. Die Zerg dürfen die Stasiskammer nicht erreichen. Ihr werdet den Schwarm nicht aufhalten. Naja. Ich glaube dann doch, oder? Dieses Schiff. Eh keine Chance gegen meine Schwarmlinge. Ja, meine Königin.
Explosionen haben aufgehört. Warte. In der nächsten Kammer geht etwas vor sich. Notfall. Energieausfall festgestellt. Erwecke Protoss-Krieger aus Stasis. Oh oh. Ungültiger Befehl. Ich bin ungültiger Befehl. Wir gehorchen. Die Jagd geht weiter. Wie kann ich hier? Unsere Zeit ist gekommen. Es ist an der Zeit, dass du dich weiterentwickelst und deine Kontrolle über die Brut ausweitest, Niadra. Wie mache ich das? Vernichtet die Exemplare. Ihr dürft den Zerg nicht erlauben, sie zu assimilieren. Tötet ihre Krieger! Ich brauche diese Biomasse. Oh, cool. Ich bin Niadra. Ah, okay, ich habe ihn ja so eingebaut, also eingegraben. Cool. Sehr lustig. Ich bin Niadra. Die Jagd geht weiter. Du musst dich weiterentwickeln und stärker werden. Die letzte Schlacht steht bevor. Jetzt bin ich gespannt, was ich jetzt kann. Unsere Zeit ist gekommen. Wir strömen. Ohne Frage. Hydralisken, cool. Den Schwarm. Bis hin. Wir gehorchen. Wie kann ich die? Sie dürfen das Orsadon nicht töten. Brut. Dieses Schiff wird brennen. Nein. Niemand wird überleben. Ohne Frage. Ich habe das Orsadon nicht retten können. Die Protoss sichern die Brücke ab. Mach deine Streitkräfte bereit. Wir gehorchen. Ich bin Niadra. Ja, meine Königin. Ungültiger Befehl. Ungültiger Befehl. Weiter wird uns das Schiff nicht bringen können. Mach die Rettungskapseln bereit. Vernichte die Kapseln, bevor sie starten. Sie dürfen Shakuras nicht erreichen. Wo sind die? Oh, da. Greift sie an. Wir müssen unseren Brüdern Zeit verschaffen. Zerstört die Kapseln, bevor sie entkommen. Was ist das hier? Sie ah, da. Sie machen mehr Rettungskapseln bereit. Vernichtet sie. Ich fürchte keinen Feind. Denn die Kala ist meine Stärke. Wie kann ich dienen? Ungültiger Befehl. Uns läuft die Zeit davon. Zerstört die Rettungskapseln. Mach ich ja schon. Wir gehen nicht stillschweigend in die Leere über. Gültiger Befehl. Ich
kann ich dienen. Ungültiger Befehl. Ungültiger Befehl. Ungültiger Befehl. Ich bin Liara. Oh, wir werden niemals besiegt werden. Wir geben unser Leben für die Kala. Ja, das wäre wir. Oh. Okay. Dann vom letzten Spielstand weg. Ich habe da irgendwie offenbar was sehen, dass es entweder ein Niadra jetzt gestorben oder eine Rettungskapsel ist gestartet. Sehr komisch. Führe meine Brücke. Na gut. Weiter wird uns das Schiff nicht bringen können. Mach die Rettungskapseln bereit. Vernichte die Kapseln, bevor sie starten. Sie dürfen Shakuras nicht erreichen. Dieses Schiff wird ungültiger Befehl. Greift sie an. Wir müssen unseren Brüdern Zeit verschaffen. Sie machen mehr Rettungskapseln bereit. Vernichtet sie. Ich fürchte keinen Feind, denn die Kala ist meine Stärke. Vielleicht geht's das so. Gehorchen für den Schwarm. Wir gehen nicht stillschweigend in die Leere über. Okay. Frage. Dieses Schiff wird ein ungültiger Befehl. Ja, mein Kind. Ungültiger Befehl. Stirb! Wir werden niemals besiegt werden. Wir geben unser Leben für die Kala. Oh, das war das Problem. Niadra ist gestorben letztes Mal. Ich bin Niadra. Führe meine Brut. Ich höre unsere Zeit. Wie du willst. Wir streben. Führe meine unsere Zeit ist gekommen. Da muss man doch wirklich auf den Helden aufpassen. Das ist ja ganz was Neues. Die Protoss sind nicht mehr meine Königin. Hast du gemacht? Meine Königin, hörst du mich? Wir sind allein. Oh je. Die Königin der Klingen hat uns ein Ziel gegeben. Die Vernichtung der Protoss. Wir bereiten uns vor. Wir werden wieder dienen. Sehr gut. Das Problem ist, einen Machtpunkt habe ich jetzt nicht, nicht gemacht. Schade eigentlich. Ja, macht da nichts. Dafür habe ich alle Erfolge. Was? Okay. Ich habe echt alle Erfolge. Verstehe ich zwar nicht, aber ist egal. Schauen wir uns die Zwischensequenz an. Ich hoffe, es kommt eine Zwischensequenz. Immerhin müssen wir jetzt noch Char, glaube ich. Es gibt kein Zurück mehr. Ich verstehe nicht. Die Protoss werden mir das, was ich hier getan habe, niemals verzeihen. Selbst wenn meine Rückverwandlung ihre Angst vor mir gelindert hat. Nun, ich habe ihnen neue Gründe gegeben, mich zu fürchten. Aber ich werde nicht darauf warten, dass sie zu mir kommen. Ich werde zuerst zuschlagen. Unser Leviathan ist in der Lage, uns auf deinen Befehl hin zu einem anderen Planeten zu bringen. Okay, wie ich gesagt habe, man muss immer die Planeten abschließen, bevor man weitermachen kann. Zuerst schauen wir uns allerdings in der Evolutionsgrube um.
Und sprechen mit Arthur. Parasit im Protoss-Wirtskörper eingesetzt. Ja, was ist damit? Gerissen. Unorthodoxes Denken. Protoss nicht infizierbar. Aber es wird für Fremdkörper geeignet. Ursprung von Parasit unbekannt. Ich habe ihn erschaffen, Arthur. Du bist nicht der Einzige, der Sequenzen weben kann. Offenbarung. Werde weiterarbeiten. Gut, wir haben auch eine neue Evolutionsmission, und zwar für die Schaben. Dazu allerdings später mehr. Wir werden die Evolutionsmission für die Schaben auf jeden Fall machen, bevor wir die nächste Mission dann machen. Aber zuerst wollen wir mal reisen. Oder? Nein, wir machen das so. Wir machen die Evolutionsmission für die Schaben. Allerdings erst nächstes Mal. Und schauen wir mal kurz rein. Schabengattung genau. Bereit für Anpassung. Forschungseinrichtung der Protoss entdeckt. Dortige Experimente nützlich für Weiterentwicklung des Schwarms. Muss erlangen. Protoss zerstören. Schwarm verbessern. Genau. Und wie wir die Schabe weiterentwickeln können und was die zwei Gattungen bringen, das sehen wir nächstes Mal. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.